ich hab gesagt, es ist jetzt so 70. Minute und wir führen 2-1. Ja. Wir müssen es jetzt nur noch sauber nach Hause bringen eigentlich. Wir spielen jetzt nicht mehr gleiches Risiko wie am Anfang, aber wir stellen uns jetzt nicht hinten rein. Das war ganz witzig, weil ich war vorher noch bei einem Amt und die Tische waren für 11 Uhr angekündigt, Container. Und dann kam ich mit dem Fahrrad gerade zurück und sehe vor mir so einen Container und dachte so, scheiße, nicht, dass der für uns ist. Und der fuhr dann so hier die Straße lang und ich hinterher und dann hielt der 50 Meter vor unserer Einfahrt und ich dann mit meinem Fahrrad nebendran, Heidestraße 50. Also ja, der ist für mich. Und dann haben wir den erstmal geparkt auf der anderen Straßenseite und dann so rüber gelotst, dass der rückwärts aufs Gelände fährt. Das war ein starker Moment, als wir den Container geöffnet haben und dann war da eine unglaublich lange Palette mit 12 Schieferplatten für die anderen Tische und obendrauf unser super schwerer 10-Fuß Diamond-Tisch, also ein Paket von 2 Tonnen. Und dann standen wir erstmal davor und dachten so, scheiße, was machen wir jetzt? Das geht nicht. Und dann stehst du da und überlegst und dann fangen ja die Ersten schon an mit Ideen. Lass uns so, so, so. Irgendwie geht immer alles. Dann haben wir in einer halsbrecherischen Aktion, also mit 2 Gabelstaplern und 4 Mann, die Dinger rausgeschafft. Ja. Es war klar, der 10-Fuß-Tisch, der ist nicht zerlegbar, weil der hat eine einteilige Schieferplatte drin und wiegt fast eine Tonne, der Tisch. Der musste an einem Stück hier rein und das geht nur durch die Wand. Wir mussten erst ein altes Fensterelement rausnehmen, dann wurde ein Stück Mauer rausgebrochen, dann der Tisch rein und dann das neue Fensterelement hinterher, also neu eingeworfen. So. Und am Ende hat es geklappt und das sind dann Momente, wo du denkst, so geil. Es sind keine großen Dinger passiert. Wir haben das Podest nochmal halb neu gebaut, weil es ein bisschen wackelig war am Anfang. Was haben wir noch? Ja, diese ganze Aktion mit den Billardtischen, das war eigentlich kein Problem, es lief alles glatt. Nee, ich kann nichts sagen. Schnell mal auf. Auf Holz klopfen. Ja. Es ist schön, es sind so viele kleine Ereignisse jetzt, nachdem wir am Anfang Wochen, Monate lang irgendwelche Sachen gemacht haben, wo man noch nicht so viel sieht, kommen jetzt immer mehr solche Ergebnisse, ne? So Meilensteine oder kleine Schritte, dass der Laden langsam fertig wird. Ja? Also dass der jetzt kurz davor ist, ein echter Laden zu sein. Ja? Das ist cool.